glaube, das fing bei mir sehr, sehr früh an, als ich 6 Jahre alt war, 5 oder 6. Da wohnten wir in einem Haus, wo auf dem an dem anschließenden Dach, da waren 2 Gauben und von meinem Toilettenfenster konnte ich direkt in die Gauben gucken. Das war aber der Boden von diesem Haus und da habe ich mir immer Figuren in meiner Fantasie reingesetzt und mit dem habe ich mich dann stundenlang unterhalten, bis jemand an die Toilettentür klopfte und sagte, ich möchte auch mal rein. Ja, und dann habe ich mit 9 Jahren in Offenbach im Stadttheater die heilige Johanna gesehen. Und da bin ich aufgesprungen und habe gesagt, das, was die da oben macht, das werde ich auch machen.